geht? Ey, Bikert hat ein neues Video hochgeladen. Das Video nennt sich Brieffreundschaft mit dem Anwalt. Ich glaube, er wurde angeklagt. Das würde ich mir jetzt denken. Was denkst du? Ich denke auch, Digga. Schauen wir mal, was passiert ist bei dem guten Bruder hier. Ich habe eine Fliege vorhin in meinem Zimmer. Ich habe Angst, hier zu schlafen, oder? Die Fliege war da, wie sie groß war. Safe aus Morgen kam, deportiert. Was geht, Leute? Ich habe jetzt länger nichts mehr hochgeladen. Es liegt daran, dass im Hintergrund gerade wissen viel los ist. Die einen privaten Gründe und noch so andere billige Gründe, die ich euch aber auf jeden Fall jetzt nicht ganz genau nennen werde, weil ich das gerade aus bestimmten Gründen nicht kann. Vielleicht kommt ja an Schale irgendwann mal der Tag, an dem die Wahrheit ans Licht kommt. Aber ich erzähle euch mal so ein bisschen. Es geht nämlich um Folgendes. Ich habe in letzter Zeit so, boah, lasst mich nicht lügen, ich glaube 8, 9 Briefe von Anwälten und Gerichte bekommen und sonst was. Er macht sich trotzdem darüber lustig, Bruder. Ich hielte Videos, Mann, danke. Hallo. Sieht etwa aus wie ein Kanal, wo ihr nicht kommentieren könnt, dass ihr denkt, dass wir hier auf YouTube Kids sind oder was? Die denken, ich bin so ein 14-jähriger Junge, den die jetzt damit irgendwie Angst machen können, wenn irgendwie ein Brief von, weiß ich nicht, Anwalt oder sonst was kommt. Ich meine ganz ehrlich, meine Mutter kann eh nicht lesen und schreiben, die weiß sowieso nicht, was da drin steht. Von daher, ob der Brief jetzt gelb, weiß oder sonst was ist, ich krieg eh keinen Schläger zu Hause. Das Einzige, was diese Leute mit diesen Briefen bewirken könnten, ist, dass mich das ein bisschen mehr verärgert. Ich muss mich hier wirklich ganz anders ausdrücken, als wäre ich gerade auf Twitch oder so. Ich werde euch jetzt nicht genau sagen, welche Personen mir da irgendwie Briefe geschickt haben. Ja, wahrscheinlich irgendwelche Leute, über die er Videos gemacht hat, ne? Worauf wir wahrscheinlich auch reagiert haben. Mal gucken. Vielleicht können wir aus der Blume erfahren, wer gemeint ist. Und damit meine ich nicht John Blume. Stimmt. Oder sonst was. Wisst ihr, was das Krasseste ist? Meistens kommen so Sachen immer von den verheuchelsten und hinterhältigsten Personen überhaupt. Menschen, die meistens selber Dreck am Stecken haben, aber dann irgendwie versuchen wollen, euch zu f***. Achte mal darauf, die Leute, die euch schon auch im Umfeld oft kritisieren, oft versuchen so runterzuziehen und so, sind meistens diejenigen, die selber richtig viel Scheiß am Stecken haben. Bestes Beispiel, ich hatte damals so einen Kollegen, der kam mit seiner Freundin so zu mir, alles war cool, meine Mutter hat Tee für uns gemacht, marokkanischen Minztee, beste Tee. Und dann müsst ihr euch Nana-Tee vorstellen, ne? Dieses Mädchen, ich sehe, dass Unge irgendwas gepostet hat und irgendein Mädchen... Ah, okay, irgendein Mädchen. ...schreibt da drunter, reagier bitte nicht auf das Video von ABK. In dem Video redet er total frauenverachtend oder sonst was, ne? Zu dem Zeitpunkt ging es nämlich um dieses Up-Red-Carina-Thema. Was ich so krass fand, ne? Ich guck mir so diesen Tweet an, ich sehe so, das ist ja das Mädchen, was bei mir zu Hause war, die mit meiner Mama kurz geredet hat, die Tee mit uns getrunken hat. Was? Ja. Na, die schreibt jetzt auf Twitter, ich wäre angeblich frauenverachtend. Mädchen, du warst bei mir zu Hause, wir haben miteinander ganz normal geredet. Du hast gesehen, wie ich mit meiner Mutter umgehe. Wo bin ich frauenverachtend? Aber okay, kein Problem. Auch wenn ich manchmal Schüler verschicke, juckt mich nicht. Wisst ihr was? Das ist schon krass, Digga. Also warte mal, ich kann mir jetzt vorstellen, dass irgendein Feind von ihm, ja, das Mädchen da irgendwie eingebuchtet hat mäßig, um vielleicht an Infos zu kommen. Das kann auch sein, Bruder. Weißt du, ich meine? Das kann auch sein. Oder vielleicht ist es eine alte Bekannte, wie er schon sagte, denkt immer an euren Kreis und sowas. Eine ältere Bekannte, die vor Jahren mal bei ihm war oder mit der Familie gut war, seine Videos verfolgt hat, aber in der letzten Zeit vielleicht die Videos nicht gepasst haben und dann einfach das kommentiert. Das kann auch sein. Komisch. Echt komisch. Was ich dann so krass fand, genau dieses Mädchen, die sich so darüber abgefuckt hat und alles dafür gegeben hat, dass Unge auf mein Video nicht reagiert, was mich ja eh nicht juckt. Ausgerechnet dieses Mädchen, die das getwittert hat, ne? Ihr Freund, der nämlich damals auch bei mir war, hat mit mir damals um 5 Uhr morgens telefoniert. Dann sagt mir der Kollege, dass seine Freundin den angerufen hat und ihm immer damit gedroht hat, das Kind abzutreiben. Und das... What the fuck? Was passiert hier, Alter? Nur weil sie wusste, dass sie damit den Kollegen von mir extrem verletzen würde, weil er halt das Kind auch wirklich haben wollte. Und dann willst du sagen, dass ich asozial bin, frauenverachtend bin und sonst was. Und ich weiß ganz genau, dass die Person dieses Video sehen wird. Und auch damals ein Kollege von mir gesagt, Bruder, deine Freundin soll die Beine stillhalten. Wollt ihr mich gerade komplett verarschen, Alter? Dass ihr da ständig irgendwie meint, bei mir aufmucken zu müssen, obwohl ihr die schlimmsten Menschen seid. Was für verlogene Ekelhaft. Digga, ich will wissen, wer gemeint ist, Alter. Die Menschen. Und die anderen Sachen, die ich da jetzt noch im Hintergrund am Laufen habe, dazu sage ich aber gar nichts, weil am Ende noch mehr Papierkram, den ich da machen muss. Die versuchen im Internet, mich dazu zu bekommen, dass ich irgendwann in diesen Mainstream reinkomme, mich dem Ganzen anpasse, indem ich keine politischen Meinungen mehr äußere, indem ich mich kritisch zu manchen Dingen nicht mehr äußere. Die sagen immer, ihr müsst alles objektiv betrachten. Und dann fange ich an, irgend so eine Impfung ein bisschen in Frage zu stellen und werde direkt als Verschwörungstheoretiker dargestellt. Merkt ihr, wie krass indoktriniert die Menschen sind, Alter? Bruder, Cancel Culture. Cancel Culture. Ist normal. Früher war das nicht so, Bruder. Heute, jemand findet etwas, was er schreiben will, oder dann gruppieren sich Menschen, fühlen sich zusammen stark und denken sich, so, jetzt haben wir dich. Die warten noch sowas. Aber wir sind halt selbstbewusst genug, das juckt ihn nicht oder mich juckt es auch nicht. Aber was machen jetzt diese Leute? Die verklagen ihn und vielleicht sagt er Wörter, die an manchen Stellen nicht angebracht sind, und er muss trotzdem die Geldstrafe zahlen, weißt du? Und so versuchen sie ihn zu
Alter. Ich mache dann ein Video, wo ich auch objektiv bin. Und dann werde ich als Verschwörungstheoretiker dargestellt. Ah, Mann, das sieht, meine Mutter ist doch sogar geimpft. Einfach meine eigene Meinung gewesen. Sie wisst, was YouTube auch gesagt hat? Diese ganze Reaction-Scheiße. Jeder nur noch am Reagieren. Die leben von so Leuten wie mir. Unter anderem reagieren wir auch auf dich, Bruder. Aber wir reisen doch selber und haben sehr viele Aufrufe auf unsere eigenen Videos. Also, fühlst du dich angesprochen? Nö, null. Na gut. Aber am Ende, wenn denen was nicht passt, dann wollen die Leute wie mich. Hier niemanden, Digga. Ich bin pro ABK. Dazu kam, dass nur wenige Monate später das staatlich geförderte Institut für Medienpädagogik in einer Studie Folgendes über ihn berichtete. Das hab ich gar nicht gesehen. Sein Kanal eignet sich weder in Bezug auf sein persönliches Auftreten, noch in Bezug auf den respektlosen Umgang mit anderen YouTubern als Modell für Heranwachsende, da er in der Schwebe lässt, inwieweit seine rassistischen und sexistischen Äußerungen und schlechten Umgangsformen ironisch gemeint sind und wie er sich selbst zu rassistischen Handlungen positioniert. Besteht ein gewisses Risiko, dass Heranwachsende diese Normverletzungen als legitimes Mittel zur Herstellung von Aufmerksamkeit, wenn nicht gar als legitime Position, verstehen. Auch sein provokanter und abwertender Umgang mit anderen Kanalinhabern kann nicht als positives Modell dienen. Guckt mal, ob diese Leute, die mich öffentlich beleidigt haben oder Lügen über mich verbreitet haben, ob die sich irgendwo in einem Video mal entschuldigt haben oder sonst was. Diese ganzen YouTuber, die entschuldigen sich nur, wenn der Shitstorm zu groß wird, wenn die zu viele Dislikes haben. Daran merkt man, dass die meisten von denen auch gar keine Reue im Herzen haben. Die entschuldigen sich nicht, weil die etwas wirklich bereuen. Die entschuldigen sich nur, weil ihre Community das möchte. Und deswegen habt ihr mich eigentlich auch noch nie vor der Kamera gesehen, dass ich sage, ey, tut mir leid, ich habe da und da einen Fehler gemacht. Weil nein, weil mich vielleicht irgendwo ein paar Leute kritisieren, sollen die ihre Jimmers behalten. Solange ich für meinen Teil mit meinem Gewissen im Reinen bin, Kommentare von Pädagogen und Staatsanwälten in den Kommentaren. Ja. So ist auch richtig, Digga. Natürlich, Bro, wenn ich jetzt vor 2 Jahren ein Video gemacht habe, wo ich damals dafür stand, dann sag ich dir, okay, ich hab mich auch bei niemandem entschuldigt. Aber wenn ich so nach 3 Jahren höre, Bro, ich war kurz davor, mich umzubringen, dies, das, weißt du, ich meine, dann kriege ich auch mit und entschuldige mich, weil das nicht cool war. Heutzutage würde ich sowas ja nicht mehr machen. Aber an sich, Bro, hatte dieses Dislike oder Kommentieren, wie gesagt, wenn Communities zum Beispiel aneinander sich gegenseitig hetzen oder was auch immer, das juckt mich auch nicht mehr, Bruder. Es juckt einfach nicht, weil ich weiß, was ich sage in dem Stream oder in der Reaktion oder wenn ich ein einzelnes Video bei jemandem mache. Also ich bin es mir bewusst, weil ich schneide es selber, ich lade es so, ich bin bewusst, was ich mache, so weißt du? Deswegen bringt das gar nichts, wenn so Leute von anderen Leuten so einen Roman schreiben, du wirst nichts verändern, Bruder. Du wirst meine Meinung nicht verändern, egal was ist. Bruder, so bin ich. Du kannst es nicht jedem recht machen, Bruder. Nee, das geht eh nicht. Das sowieso nicht, Bruder. Das sowieso nicht. Hau rein, Alter. An die Leute, die jetzt denken, dass die mich damit runterbekommen, weil die irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Kindergarten im Hintergrund machen. Ich mach einfach weiter. Ich werde weiterhin hier versuchen, ein bisschen Kennex auf YouTube zu bringen, weil ich sag euch ganz, ganz ehrlich, Leute, Kennex-Content gibt's gar nicht mehr auf YouTube. Achso, sind wir alles klar. Ich glaube, ich bin gefühlt der Einzige. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wenn ich das nicht so mache, wie ich es gerade mache, dass diese Schiene, dieses, ey, verkauf dich nicht, bleib real, dass das ausstirbt auf YouTube. Weil auf einmal tragen alle Krawatte und Hemd und alles ist nur noch politisch korrekt oder nicht korrekt. Natürlich ist nicht alles gut, was ich mache. Ich weiß, es beleidigen und so ist nicht cool. Manchmal ist es in meinem Körper so, in meinem Blut ist das so, auf meiner Zunge ist das so. Wenn ich so ein Wort sage, dann tut das meiner Seele gut. Dann ist das so, oh, ich habe gerade ein Video gedreht. Weil wenn ich nicht so rede, dann ist es für mich so, ich habe gerade einfach meinen Mund bewegt. Da kam kein Ton raus. Wenn ich so ein Wort sage, nicht, dass du denkst, ich benutze das in meinem Alltag immer. Okay, doch, oder? Ich bin gerade nicht mehr so aktiv auf YouTube. Bisschen lustvoll und kein Box. Sehe ich aber wiederum manchmal Nachrichten von Zuschauern, die sagen, ey, du hast mich voll motiviert. Du unterhältst mich immer. Du machst mir einen schönen Tag. Ich denke, boah, voilà. Aber wenn das wirklich ernst meint, dann süß, Wunder. Dann das ist schön, Digga. Da antworte ich auch immer gern. Du das Video hochladen. Einfach nur, weil da ein Placement drin ist, damit ich Geld mache. Ja, Leute, aber wisst ihr, wie ihr mich motivieren könnt, YouTube weiterzumachen? Über den vielleicht jetzt ersten Link in der Beschreibung mir einfach ein paar Euro spendet. Ey, ich hab mir überlegt letztens so, das wäre doch krass. Ich würde von jedem Zuschauer 1 Euro bekommen. Bruder, ich bin einfach Millionär. Ich hätte Kamera ausmachen können, ich hätte schlafen gehen können. Ich hab mich auch ausgesorgt. Und lass also als Challenge probieren, ob wir schaffen, dass mir jeder 1 Euro gibt. Ich sag euch schon am Ende auch wirklich, wie viel Spenden ich von euch bekommen habe. Ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ich brauche diese Geld gerade im Hintergrund. Ich glaube, da sind ein paar Sachen, die. Ich sage, er wird über 10 Riesen machen. Inshallah. Ich werde auch ein bisschen spenden. Auf jeden Fall. Komm auf mich zu. Ich kann jetzt nichts sagen, aber wenn ein paar Kack ist. Deswegen, erster Link in der Beschreibung. Wer supporten, wer spenden. Ihr wisst, was ich bin radikal. Ich bin ehrlich. Gebt einfach Geld, spendet, Bruder, wenn ihr Bock habt. Ich habe sogar noch Kontakt zu den Leuten, wo ich noch so aussah. So, wo ich noch 2. Klasse war. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt gar nicht, ob dieses Video Hand und Fuß hat, aber ist ja egal. Wir wollen ja nichts gegen Bitte sagen. Deswegen einfach jetzt mal so drauf losgeredet. Aber das sind so ein paar Sachen, wo ich gerade einfach nicht mal reden wollte. Scheiß drauf. Okay, am Ende ein bisschen den Faden verloren, habe ich jetzt auch nicht so verstanden. Er kriegt von mir trotzdem einen Daumen hoch, er ist unser Bruder. Das Einzige, was ich an dem Video ein bisschen gestört ist, dass er sagt, er ist der einzige Kenneck ist und dass er diesen einzigen Content macht. Ja, Bruder, du f***.
diese Leute, aber wir geben dir doch auch Rücken, wenn wir auf diese Videos reagieren oder Leute für dich pro reden, weißt du, ich meine? Wir machen auch Vlogs, wo wir von A bis Z beleidigen. Naja, egal, Digga. Naja, egal. Wir sind Brüder, deswegen ist alles gut. Alles gut. Er muss nicht in jedem Video sagen, ah, der aber auch noch. Weißt du, ich meine? Mhm. Muss er nicht. Also, wie ich jetzt aus dem Video raus verstanden habe oder rausgehört habe, ist, dass er ein paar Klagen am Hals hat und dass er auf jeden Fall Geldstrafen zu zahlen hat. Deswegen, Digga, wenn euch ABK unterhält, generell uns unterhält er ja auch, meinetwegen spendet 1 Euro, 2 Euro, die ihr übrig habt, gebt ihm das, Digga. Er wird bestimmt irgendwann auspacken, ich werde auf jeden Fall ein bisschen spenden. Und ja, so, mehr will ich auch nicht dazu sagen. Noch irgendwas? Nö, alles bestens, Digga. Gut. Digga, wenn du was brauchst, ruf mich einfach an. Oder trink Suchti. Stimmt. Liebe Grüße an meinen Bruder, einfach anrufen, sag mir, was los ist, brauchst du einen Anwalt, brauchst du das, melde dich einfach bei mir. Ich gebe mein Bestes nach. Wir sind raus. Okay, tschüss.